Was geht ab, Freunde? Wir reacten heute zusammen auf ein neues Musikvideo, was heute rauskam. Heute ist Dienstag, also sehr untypisch. Und die Leute dazu, also die Artists, auch mega untypisch. Und zwar Sonny Loops und Just Chan. Den kenne ich übrigens nicht mal leider. Ist wahrscheinlich irgendwie ein YouTuber oder so. Ja, Sonny kenne ich natürlich und ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, dass von Sonny ein Track kommen wird. Man muss dazu sagen, sie hatte schon mal, glaube ich, bei dieser 300 Worte in einer Minute Challenge mitgemacht. Und das war jetzt nicht unbedingt so krass, ja. Kann man sie auch nicht haten, weil sie ist, keine Ahnung, sie ist keine Rapperin so vom Ding her, ne. Deswegen muss ich sagen, ich bin gespannt, was die hier gemacht haben. Ob Just Chan irgendwie musikmäßig mehr macht, keine Ahnung, dürft ihr mich nicht fragen. Werden wir wahrscheinlich merken. Wie gesagt, bei Sonny bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir starten hier rein. Let's go. Okay, der Beat, muss ich sagen, klingt schon mal ganz nice, ja. Ich bin eine Bitch, Make-up in der Fresse. Leb nur mit Marcel, weil er hat Fame, den ich gern hätte. Guck, ich bin Untalent. Okay, man muss dazu sagen, ja, man muss aufpassen. Es ist komplett, also man merkt, der Track wird da komplett ironisch sein, wenn er schon anfängt mit Ich bin eine Bitch so. Aber man muss halt aufpassen, weil es halt sehr leicht cringe werden kann, ja. Und da muss ich sagen, da habe ich, muss ich sagen, ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt, so. Man muss sagen, die Stimme klingt immerhin gut abgemischt. Also das muss man lassen so, aber ja. Unqualifiziert, krieg es nicht mehr hin, vernünftig meinen Hund zu trainieren. Chill mit irgendwelchen Rappern auf Hotels. Ah, okay. Anspielung an diese Geschichte sozusagen mit Saye, die er erzählt. Keine Ahnung, was da dran ist oder nicht. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Track heißt Haters Gonna Hate. Das bedeutet, sie wird in diesem Track halt ganz viele Sachen, die die Leute bei ihr kommentieren und keine Ahnung, was sie die Leute unterstellen, halt in diesen Track gepackt haben. Ist von der Idee, muss ich sagen, eigentlich nice. Ja, also zum Beispiel am Anfang, ich bin eine Bitch, darauf bezogen, weil sie halt irgendwelche Leute schreiben, du bist eine Ho, so. Dann das mit Say It, wie gesagt, eingebaut mit diesen Rappern in Hotels. Was ihr wahrscheinlich auch sehr viele Leute, denke ich mal, unterstellen so. Und ja, also die Idee dahinter finde ich ist ganz gut. Der Mix ist auch gut. Das Video, ja, keine Ahnung, ne, ist ganz in Ordnung so. Der Rest, wie gesagt, ist schon eigentlich irgendwie cringe, aber ich will sie halt wirklich nicht haten oder so, ja. Also ich denke, die wird das Video hier auch sehen, so, wie gesagt, no front, ja, ist alles nicht irgendwie böse gemeint oder so. Ich glaube, ihr ist selbst klar, dass sie jetzt musikmäßig nicht die stärkste ist und so, und ja. Guck mich nicht so an, Mann, ich bin jung und brauch das Geld. Jeden Tag frei, aber Haus immer dreckig. Krieg nix auf die Kette, schieb den Staub unter'n Teppich. Haare sind fettig, halb nackt ist die Message. Fuck, ich bin so fett, ich sollt mal lieber noch was essen. Neuer Tag. Okay, ey, das Ding ist, ne, ich finde, es geht. Es ist jetzt nicht so, also es ist gar nicht so cringe, wie ich jetzt gedacht hätte, so, weil, keine Ahnung, so, ja, man kriegt jetzt immerhin keine Gänsehaut oder so bei dem Video hier vor cringe, so, oder, keine Ahnung, ja, es haut mich nicht vom DX Racer vor cringe, danke an dieser Stelle, ja, aber trotzdem, wie gesagt, es ist, ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, so, keine Ahnung. Neuer Clip und neuer Freund, ich geh so auf Fremdmann, ich frag, wer wird es denn heute? Manchmal weiß ich gar nicht, rede ich Englisch oder Deutsch. Peinlich, aber ich finde Ami-Influencer toll. Ach, weißt du, das Ding ist so, ich weiß auch nicht, ob man das cringe, also ich meine, das ist ja natürlich so, wie es ist, ist halt Absicht und ich glaube, wie gesagt, sie weiß auch selbst, dass sie jetzt keine Rapperin ist, bei der das irgendwie krass rüberkommt oder so. Dafür ist der Track halt auch nicht gedacht, das darf man auch nicht vergessen, trotzdem. Also ich bin mir sicher, es werden wahrscheinlich so die meisten anderen Leute alle wirklich todescringe finden, gehe ich mal davon aus. Keine Ahnung, es ist halt die Frage, es ist halt null ernst gemeint, das Lied, ob man das dann cringe nennen sollte oder nicht. Ja, darüber könnte man wahrscheinlich jetzt mehr reden in diesem Video als über den Song an sich, weil, keine Ahnung, ich bin jetzt gespannt auf diesen Just Chan so und keine Ahnung, ja. Ich kann dazu wirklich einfach nichts sagen. Da gibt es diesen Boy, ich glaube, der heißt John. Er sagt, er ist mein Freund, doch macht sich safe nur an mich ran. Okay, ich bin ne Bitch, mach mich. Bei der kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich weiß nicht, von Instagram oder so vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die auch irgendwie Videos oder so zusammen drehen. Ich verfolge die halt wirklich, auch, also Sonny auch überhaupt nicht. Wie gesagt, ich folge ihr bei Insta, aber ich gucke nicht mal ihre Stories oder so, deswegen, I don't know. Ich kann dich ran.
Türke und ne Alibi, Schwuchtel ist haram. Ich betreibe Clickbait, Junge mit nem Bitchface. Jedes meiner Instagram-Bilder ist ein Big Fail. Make-up im Gesicht, ich bemal mich wie ne Frau. Ich bin dieser Junge aus dem Barbie-Puppenhaus. Ich will nur dein Geld, Rest. Ich weiß nicht, die Stimme finde ich bei ihm jetzt nicht so heftig geil abgemischt, keine Ahnung. Ja, trotzdem ist es, finde ich, von ihm jetzt eigentlich an sich so die Stimme, wie sie an sich klingt, finde ich, ist jetzt nicht unangenehm oder so. Ich finde Sonny, genau, das ist, glaube ich, so kann ich es gut beschreiben. Ich finde, oder ich persönlich mag Sonnys musikalische Stimme, also bei den Videos oder so würde es mich jetzt null stören, so. Keine Ahnung, hat halt der ganz normale Stimme, aber bei Musik finde ich die Stimme nicht so nice. Ja, das finde ich, hat man halt damals auch schon bei dieser 300 Worte in einer Minute Challenge gemerkt. Ich finde sie nicht so angenehm, die Stimme. Also, die könnte ich mir jetzt nicht wirklich unbedingt anhören. So, wie gesagt, gut abgemischt war es auf jeden Fall so. Bei ihm finde ich die Stimme jetzt nicht ganz so perfekt abgemischt, aber er ist dafür so von der Stimme angenehmer auf jeden Fall. Also, man kann ihm zuhören, so, ja. Es geht gerade an mir vorbei. Mein Face ohne Photoshop ist gar nicht mal so geil. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Cross Cigarettes is always. Jeden Tag ein anderer Typ in meinem Bad as always. Ich mach auf Model heißer Typ mit meinem Kackface. Doch chill mit Sonny und werd bald so über Nacht fame. Ich will bloß an ihr Geld, mach auf Fotomodell. Doch keine Agentur bucht mich, ich bin homo as hell. Kommuniziere. Das Ding ist, man muss halt auch so sehen, ja, wie gesagt, es ist halt einfach ein kompletter Spaßtrack so, bei dem auch klar ist beiden, dass sie jetzt keine Musiker sind so und ja, keine Ahnung so, das ist eigentlich was, ich meine, auf der anderen Seite sind halt auch so Tracks wie hieß der nochmal, der letztens, sorry, ich weiß schon nicht mal mehr den Namen, von Zitronensohn, wie hieß der Track nochmal, Zitronensenf, genau, so, weißt du, das hatet halt zum Beispiel, oder haten jetzt auch nicht so viele Leute, glaube ich, da waren die Bewertungen eigentlich ganz stabil, da würde auch wahrscheinlich niemand sagen, cringe, und deswegen, ich finde, wenn das halt sowas ist wie da, wo es halt absichtlich cringe sein soll, vielleicht so ein bisschen irgendwie, dann sollte man es deswegen nicht unbedingt haten, oder man könnte jetzt nicht sagen, ist voll cringe, so der Track, wie gesagt, so unangenehm oder so ist es jetzt auch nicht, ja, also es ist schon eigentlich in Ordnung. Es ist absolut nichts, was ich nochmal anhören würde, so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie, keine Ahnung, so abbricht und ausschaltet und es nicht mehr weiterhört. Nur mit Blasen wie im Comicbuch-Passagen. Vielleicht bin ich gar nicht schwul, nur mit Sonny was zu haben. Okay, und ja, beste Adlibs. So viel dazu. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas kommt. Ich glaube nicht. Ja. Der Gesichtsausdruck sagt eigentlich alles, ja, das müsste eigentlich ins Thumbnail, Freunde. Wie gesagt, ich kann dazu nicht mehr sagen, so würde ich mir jetzt nicht weiter anhören. Ist trotzdem noch so, dass man sagen kann, er ist nicht irgendwie verkackt oder so und zumindest sowas dahinter steckt. So, die Idee finde ich ist irgendwie ganz witzig eigentlich und der Mix davon ist auch gut von dem Lied. Der Beat war auch geil, mehr gibt's dazu nicht zu sagen, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Ich hoffe, keine Ahnung, ja, ihr seid vielleicht ähnlicher Meinung und schreibt nicht wieder in die Kommentare, das ist voll cringe so, wie kannst du das nicht so todescringe finden oder so, wie das schon mal der Fall war, Freunde. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach irgendwann die Tage wieder, beziehungsweise morgen schon beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde.